Niklas, guck dir mal den Livestream ganz schnell ein. Dann haben wir Zuschauer. Kannst du den Livestream angucken? Anstatt live zu gucken. Kannst du hier so stehen? Ja? Kein Handy? Ah, schlecht. Hier ist der WLAN. Thank you.
richtig gut laufen. Thank you.
nämlich auch mal ein bisschen. Ja, ich habe halt noch mal einen Leiter. Das hängt alles an mir. So, athletes, please collect there, move over there for the presentation. Hi. So, ja, da können wir mit Schweigen anfangen. Die Hütte füllt sich. Puerto Rico, here we go. So, liebe Gäste, Freunde, Studierende, Trainerkollegen, Veranstalterkollegen, ganz herzlich willkommen zum, ich weiß gar nicht wie viel, Kölner Hochsprung mit Musik. Ich bin begeistert, die Bude ist wieder sehr voll, trotz des Handballspiels nachher um 8:30. Ich hoffe, dass wir dann hier ins Finale gehen. Keine weitere lange Vorrede, ich freue mich, dass wir so vollzählig sind heute Abend. Um die Stimmung mache ich mir wie immer überhaupt keine Sorgen. Das ist der Grund, warum wir so ein ausgesuchtes Teilnehmerfeld hier bekommen. Und die möchten wir Ihnen jetzt in bewährter Manier einzeln vorstellen. Und dazu machen wir das Licht aus. So dunkel, dass ich hier kaum was sehe. Okay, hallo und
herzlich willkommen zum 13. Kölner Hochsprung-Meeting hier an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Es freut mich ganz besonders, dass ich bei diesem 13. Meeting Ihnen 13 Springer vorstellen darf, die heute nach den Sternen greifen. Wir beginnen mit Mohamed Younis aus dem Sudan. Einen Riesenapplaus für Thorsten Sanders aus Deutschland. Aus Kuba und Neukölln, Jean Carlos Ramirez. Dann wieder aus Deutschland, Falk Wendrich. Aus Belgien, Bram Kers. Aus Großbritannien, David Mess. Aus Puerto Rico, Schrägstrich-Grill, Luis. Nochmal an, wenn das Licht wieder angeht. Jawohl, das sind sie mit unseren Nachwuchsathleten hier vom LTE. Auch für die einen Riesenapplaus, das haben sie ganz toll gemacht. Wir freuen uns auf wunderbaren Höhen. Wir haben schon beim Einspringen gesehen, da geht's gut ab heute. Und ich würde euch bitten, seid ihr bereit? Auf geht's! Irgendwas gewartet hier, aber es geht doch jetzt los. Ich frage mal ganz kurz das Kampfgericht vorne. Wie sieht's aus? Habt ihr alle Anfangshöhen? Nein, habt ihr noch nicht. Die holt ihr gerade. Wunderbar. Für alle schon mal die Info. Wir starten gleich mindestens bei 2 Metern. Das ist ganz in der Nähe von der Abnahme, die man hier im Kurs auch schaffen muss, bei 1,45 Meter. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht auch. Und er hat das Ganze im Eignungstest schon mal gemacht, da liegen wir bei 1,40 Meter. Ja, da sind wir ein bisschen drüber. Wolfgang, du möchtest auch noch was sagen. Ah, aber ein bisschen drüber, das sind ja nur Nuancen. Und da gibt es noch eine andere Geschichte zu, von demjenigen, der jetzt beginnt. Keine Angst, ich werde jetzt nicht zu jedem Springer hier meine Geschichte erzählen. Aber der Erste ist es wirklich wert,
Er kommt aus dem Sudan. Mohammed Yunis war viele Jahre hier Athlet an unserem Center, hat sich vor 2 Jahren eine der schlimmsten Verletzungen zugezogen, die ein Hochspringer haben kann, ist jetzt auf seinem Weg zurück. Er wird nicht da anknüpfen, wo er hergekommen ist. Er hatte eine Bestleistung von 2,28 Meter. Sein allererster Wettkampf seit über 2 Jahren. Also von daher sollten wir das ein bisschen anders sehen. Und dann kommt die Geschichte, die ich erzählen wollte. More it's about you. Er wird, und das werden unsere Studierenden dann besser verstehen, er wird in 2 Wochen am Eignungstest teilnehmen. Gut. Das Besondere an der Geschichte mit dem Eignungstest ist, dass er vor 2 Monaten noch nicht schwimmen konnte. Also drücken wir ihm die Daumen, dass das gut geht und dass er heute einen schönen Einstieg hat. So, jetzt habe ich genug geredet. Viel Spaß bei der Veranstaltung und bis später mal. Ja, danke Wolfgang. Auch da nochmal für das kleine Intro für Yunis. Da drücken wir ihm natürlich dann auch die Daumen und ich bin mal gespannt. Wolfgang, machst du die Abnahme dann im Hochsprung auch beim Mohammed? Hören wir gar nicht mehr zu, aber ich glaube, da liegt die Latte dann nur auf 1,40. Sollte also im Hochsprung schon mal kein Problem mehr sein. Ja, ich würde sagen, wenn das Kampfbericht, wie weit seid ihr? Ihr seid soweit, wunderbar. Mohammed ist auch bereit. Unser DJ. Da ist der Daumen hoch und jetzt aber die Frage. Liebes Publikum, seid ihr auch bereit? Das ist super. Und dann würde ich sagen, lasst uns die Show beginnen. Auf geht's. Mohammed Yunis. Im ersten noch nicht geklappt, aber keine Sorge, ihr kennt das ja, man hat 2 weitere Versuche und es geht in der Reihenfolge hier weiter. Der nächste Springer, der bei 2 Metern einsteigen möchte, kommt aus Italien und heißt Eugenio Meloni. Und auch da dürft ihr natürlich mitklatschen. Unser nächster Springer kommt aus Bulgarien, Arsen Naumovic. Springt von der anderen Seite, von rechts. Hat eine Bestleistung von 2,25 Meter stehen. Das war noch nichts, aber auch hier gibt es ja zum Glück 2. und 3. Versuche. Ich wurde vorhin noch vom Radio interviewt und gefragt, was denn hier so die Athleten sich für Musik ausgesucht haben. Da habe ich gesagt, das ist ein buntes Portfolio, also ein bunter Mix und jeder hat da so seine individuelle Musik, um sich richtig zu motivieren. Und die Musik, die wir jetzt wieder brauchen, die ist für Mohammed und wir brauchen da nicht nur Musik, sondern auch eure Unterstützung, dass der Mohammed hier über die Anfangshöhe kommt. 2 Meter! Auf geht's, Mohammed! Aber drüber ist er.
Das ist schon mal beruhigend, wenn die Einstiegshöhe nie klappt. Und, ja, Arginio ist drüber. Und dann gehen wir in den zweiten Versuch mit dem Arzen aus Bulgarien. Letztes Jahr ist er noch 2,10 Meter gesprungen in Minsk. Zweifacher bulgarischer Meister. Wir wollen ihn hier mal über seine Anfangshöhe von 2 Meter bringen. Also, kräftig in die Hände klatschen. Und ist rüber. Das Schöne ist, die Türrahmenhöhe von 2 Metern haben wir damit schon hinter uns. Und es geht weiter mit 2 Metern und 5. Wenn ihr mal zu Hause schaut, 2 Meter für die Einstiegshöhe, das ist genau Türrahmenhöhe. Ja, das ist schon ganz schön groß. Und wenn man da mal schaut, die Schwimmer hier, sind alle zumindest so weit schon mal, dass sie über die eigene Körpergröße springen und höher. Wenn ihr das selber mal ausprobiert, das ist immer so das erste Ziel, über das eigene, in die eigene Körpergröße zu springen. Und dann fängt es auch an, wirklich Spaß zu machen. So eine Veranstaltung hier funktioniert natürlich nur mit vielen, vielen Helfern, die wir dabei haben. Kampfrichter und auch diejenigen, die hier am Eingang standen und auch da die Latte auflegen. Da würde ich mal sagen, auch die kriegen schon mal vorhinein einen kleinen Applaus, dass sie weiterhin motiviert sind, oder? Zwei Meter fünf liegen auf in der Liste. Der Erste, der wieder ran muss, ist Mohammed. Und da würde ich sagen, geben wir ihm genauso viel Unterstützung wie gerade bei seiner Einstiegshöhe. 2,05 für Mohammed Yunus. Ja, wieder nochmal ran oder muss nochmal ran. Es geht weiter im Programm mit Thorsten Sanders. Der ist am vergangenen Wochenende schon über 2,19 geflogen und möchte da heute noch einen draufsetzen. 2,05 Einstiegshöhe, Thorsten Sanders aus Leverkusen. Sicher abgehakt. Der nächste auf der Liste ist neu hier in unserem High Jump Center in Köln. Jean Carlos Ramirez aus Kuba. Für ihn ist das was ganz Besonderes, denn es ist sein erster internationaler Wettkampf. Bei seinem ersten Wettkampf außerhalb Kubas. Schön gemacht. Unser nächster Springer kommt aus Italien. Eugenio Meloni. 2,21 Meter hat er als Bestleistung stehen.
Meter 5. Kein Problem. Wird jetzt wieder rockiger, ein bisschen härter. Es geht nach Bulgarien. Azem Naumovic, unser nächster Springer über die 205. Bei der Anstiegshöhe hat er jetzt seinen Rhythmus gefunden, ist rüber und wir haben nur noch einen, der hier an den 2,5 Meter nochmal ran muss und das ist Mohamed. Was vor, muss im dritten Versuch rüber und ich erkläre euch ganz kurz die Spielregeln. Wer schon mal dabei war bei unserem Hochsprung-Meeting hier, der weiß, was wir im dritten Versuch machen. Denn da bekommen unsere Springer immer volle Aufmerksamkeit und volle Unterstützung. Das bedeutet, dass ihr euch schon mal jetzt, damit es euch nicht langweilig wird, einmal alle von euren Sitzplätzen erheben könnt. Euch würde ich das ja auch gern sagen, aber ihr steht schon. So bleibt ihr in Bewegung, euch wird nicht kalt. Aber ich glaube, kalt wird heute Abend. Wird hier sowieso keinem. Moment, checkt nochmal, ob da vorne alles passt. Und dann bringen wir ihn und hoffentlich er auch sich selbst über die 205. Und es geht los. Alle sind dabei. Auf geht's, Moment. Schade, schade. Aber 2 Meter für Moment. Macht euch einer Geschichte und wirklich harten Verletzung ist das. Wieder ein schöner Einstieg zurückzukommen. Und wir drücken Mohamed natürlich die Daumen für die Zukunft, dass sich da wieder Höhen entwickeln, womit man dann auch wieder zu den Sternen greifen kann. Und wir sind dann schon wieder bei einer neuen Höhe. 2,10 Meter. Wir steigern bis zu 2,10 Meter in 5 cm Schritten. Und danach geht es in 4 cm Schritten weiter. 2,10 Meter, mal so als Maßstab gegeben, das ist die Qualifikationsleistung für die deutschen Meisterschaften. Also die muss man mindestens überspringen, um bei deutschen Meisterschaften dabei zu sein. Ich weiß aber von unseren beiden Teilnehmern hier, Thorsten Sanders und Falk Wendrich, sind beide so schon drüber, haben also die Quali für die deutschen Meisterschaften schon in der Tasche. Wir sind bei 2,10 Meter und wir hören es schon, Thorsten Sanders. Eine Bestleistung von 2,22 Meter hat er stehen. Ein bisschen mehr sehen.
nächster Springer. Ich hoffe, er hat seine anfängliche Aufregung überwunden. João Carlos Ramírez. Er hat eine Bestleistung stehen von 2,20 Meter. Und alle Wettkämpfe, die ich von ihm gefunden habe, die waren immer in La Habana, in Kuba. Zum ersten Mal also auf einem Wettkampf mit internationaler Beteiligung. Und da wollen wir nochmal zeigen, wie sowas funktioniert. Auf geht's, Köln! Bei 2.10 sehen wir jetzt auch mehr Springer, denn alle Springer steigen jetzt in den Wettkampf ein. Und unser nächster Mann, der kommt von LAZ Soest und heißt Falk Wendlich. 2017 wurde er Erster bei der Universiade in Taipei. Da ist er auf seine Bestleistung gesprungen. Und dann schauen wir mal, was er jetzt so drauf hat. Ganz locker. Hüpfte da drüber. Nächster Springer. Bram Röhrs aus Belgien. Auch kein ganz Unbekannter hier in Köln. 2015 war er schon mal dabei, hat da den 7. Platz belegt mit 2,23 Meter. Ein neues Gesicht in Köln. David Smith aus Großbritannien ist unser nächster Springer. Er ist letztes Jahr 2,26 Meter gesprungen auf seine Bestleistung in Birmingham. Versprochen, alle Athleten steigen jetzt in den Wettkampf ein. So auch unser Kölner aus Puerto Rico, Luis Castro. Nächster Springer kommt aus Litauen, Adrius Gebauskas. Das war doch erstmal ein Auftaktschrei. Und er hat eine Bestleistung von 2,26 Meter aus dem vergangenen Jahr.
2,18 Meter ist er in der vergangenen Saison gesprungen. Hat hier schon die ersten zwei Höhen gemeistert. Noch makellos aus Italien, Eugenio Meloni. Aber das kann er sicherlich besser. Nächster Springer, Artem Naumovic. Ist im letzten Jahr 2,10 gesprungen. Das würde er auch gerne heute sehen, mindestens. Muss er erst noch ein bisschen korrigiert werden. Ich glaube, wir nutzen die Zeit. Ihr könnt euch schon mal einstimmen. Das hat leider noch nicht ganz gepasst. Und drücken wir die Daumen, dass es im nächsten Versuch besser geht. Und schon mal, Wilson steht schon parat von den Bahamas. Weiter Anreise. Aber auch er ist hier kein Unbekannter. 2017 war er schon mal hier am Start. 2020 ist er damals gesprungen. Unser Sieger aus dem Jahr 2017. Damals gewann er hier mit 2,26 Meter. Haben wir noch, der muss noch einsteigen. Und das ist jemand, auch für uns Kölner hier, nicht ganz Unbekanntes, denn er lebt und trainiert hier in Köln, aus Mexiko, Edgar Rivera. Auf geht's, Edgar!
Und so kommen wir in die zweite Versuche. Drei haben wir da. Und es beginnt Eugenio Meloni aus Italien mit seinem zweiten Versuch. Und da hilft natürlich was anderes mit. Auf geht's! Wandern wieder nach Weißrussland. Artem Naumovic. Zweiter Versuch, 2 Meter und 10. Haben wir noch bei 2,10 Meter im zweiten Durchgang. Janik Clausen, er ist nur 1,78 Meter groß, hat aber eine Bestleistung stehen von 2,27 Meter. Das ist schon was, ja. Also jeder, der von sich selbst behauptet, ich bin noch klein, ich kann nicht so hoch springen, ist, glaube ich, der beste Beweis. Es geht doch. Und jetzt seid ihr wieder gefragt, Köln. Zweiter Versuch, Janik Clausen. Und das war knapp. Zwei Springer haben wir jetzt im dritten Durchgang. Ich schaue mich so um. Der Artem ist der Erste, der in den dritten Durchgang gehen muss. Und für euch heißt das natürlich auch wieder aufstehen. Artem, let's thank all for you for your third try. Come on! Und Köln, wir geben jetzt richtig Gas. Wir wollen hier keinen weiteren verlieren. 2,10 Meter, Artem Naumovic. Schade, aber Überstunde, 2,05 Meter. Dass ihr euch nicht wieder hingesetzt habt, denn wir haben nochmal einen dritten Versuch. Und das für unseren Sieger von 2017. Letztes Jahr ist er 2:012 gesprungen. Da lief es auch nicht ganz so gut. Aber wir hoffen, dass das heute besser wird. Dritter Versuch für Janik Clausen. Applaus für Janik Clausen. Einstiegshöhe leider nicht geschafft. Auch das kann mal passieren. Hatte mir im Vorfeld schon gesagt, ist krank gewesen in den letzten Tagen. Noch nicht ganz wieder auf dem Damm. Will es trotzdem probieren. Schade. Neue Sprunghöhe, 2 Meter und 14. Steht zumindest auf meiner Liste. Die Anzeigetafel sagt da gerade was anderes.
Kurz ans Kampfgericht, 2,14 oder 2,15? Genau, also 2,14 Meter. Die nächste Sprunghöhe. Und wir beginnen wieder mit Thorsten Sanders. Ihr seht, jede Höhe wird hier einzeln nochmal nachgemessen, aufgemessen. Im Kurs nehmen wir es dann nicht immer ganz so genau. 1,45 auf den Auflegern, das passt dann schon. Sind auch immer alle happy, wenn es drüber ist. Es ist immer sehr studentenpro, die Höhe. Kampfgewicht bereit, 2,14 Meter bereit und Thorsten bereit. Köln auch bereit? Dann klatschen die Hände für Thorsten Sanders. Können wir heute noch einiges erwarten. Und das wird, glaube ich, ein ganz spannender Wettkampf heute. John Carlos Ramirez, unser nächster Springer aus Kuba. Er ist 22 Jahre jung. Die Handbremse angezogen, aber das ist doch noch drin. Wir machen einen kurzen Ausflug nach Soest. Falk Wendrich, unser nächster Springer, der auch dieses Jahr schon ganz gut drauf war. 2,24 Meter vor zwei Wochen in Herzogenaurach-Klarholz. Ich glaube, auch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange bei Falk. Ja, wackelt, aber trotzdem war er haushoch drüber. Bram! Ready for the next fight? Aus Belgien, Bram Vers. 2,22 Meter ist er am 29. Dezember noch gesprungen. Also auch der heiß. Und die Höhe zieht. David Smith, unser nächster Springer aus Großbritannien. Letztes Jahr bei der EM in Berlin dabei gewesen. 2,16 Meter in der Quali gesprungen. I'm sorry.
Nummer 14 wollen sie alle mal kurz die Latte berühren. Aber solange sie liegen bleibt, haben wir da ja nichts gegen. 2,14 Meter, Luis Castro bereitet sich vor. 2013 hat er gewonnen mit 2,21 Meter. 2,17 Meter mit 2,28 Meter ebenfalls gewonnen. Was macht Luis heute? Aus Litauen. Und auch hier wackelt die Latte mächtig. Als nächstes unser italienischer Meister aus dem Jahre 2017. Da konnte er mit 2,21 Meter sich gegen starke Konkurrenz in Italien durchsetzen. Locker im zweiten geschafft. Vorhin mussten wir zweimal die Musik anspielen, beziehungsweise, glaube ich, war es ein Versehen vom DJ. Jetzt im ersten Jamal Wilson, unser nächster Springer über 2,14. Da ist er ganz überrascht. Bis dann, Jamal, it's your turn. Letztes Jahr ist er bei den Commonwealth Games Zweiter geworden mit einer Höhe von sage und schreibe 2,30 Meter. Und er fliegt da so leicht drüber. Das wünscht sich der ein oder andere hier auf den Zuschauerrängen auch, weil es so leicht, hier eine Feder zu sein. Und einen haben wir noch bei 2,14 im ersten Versuch. 2,15, 2,16, 2,17, 2,18. Fast immer ein Platz auf dem Treppchen. Edgar Rivera aus Mexiko. Wir werden ihn nicht stoppen. Auf geht's, Edgar! Nur wenige Springer, die sie nicht doch leicht touchiert haben. Und wir gehen in den zweiten Durchgang. Und hier haben wir zwei Springer, die nochmal ran müssen. Und unser erster, der bindet sich gerade noch die Schuhe. Jean Carlos Ramirez aus Kuba. Auch ein ganz passabler Hürdenläufer hat da eine Bestzeit von 14,66 stehen.
Das ist auch schon ganz schön stark. Aber im Hochsprung, da das noch besser drauf. Und das hoffentlich zeigt er uns jetzt. 2,14 Meter für Jean Carlos Ramirez und Köln. Auf geht's! Zipfelchen, das hätte noch mit rüber gekonnt. Aber da gehen wir gleich in den dritten und geben ihm nochmal so richtig Feuer. Richtig Feuer, das wollen wir jetzt auch sehen hier von Eugenio Meloni aus Italien. So müssen wir mit beiden Springern in den dritten Durchgang gehen. Jean Carlos hat da seinen Anlauf noch mal ein bisschen optimiert. Und wir optimieren uns auch ein bisschen, denn ihr macht das ja schon ganz ohne Ansage. Das gefällt mir am allerbesten. Dritter Versuch, Jean Carlos Ramirez, 2,14 Meter. Und da warten wir auf seine Musik und vor allen Dingen auf eure Unterstützung. Jean Carlos gibt den Rhythmus vor. Genauso viel Applaus und genauso viel Anfeuerung, die brauchen wir jetzt für Eugenio Meloni. 2,14 Meter, dritter Versuch. Auf geht's, Köln! Und wir gehen in eine neue Höhe, 2 Meter und 18. Vorhin habe ich schon den Helfern hier gedankt und so ein Meeting ist natürlich nicht ohne Sponsoren durchzuführen. Und auch da ganz herzlicher Dank an die Techniker Krankenkasse, ist seit Jahren hier ein verlässlicher Partner bei unserem Hochsprung-Meeting. Otto Mohl, auch seit Jahren dabei, auch hier ein Riesendank mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Da werden unsere Sportler ganzjährig betreut. Ein Riesendank an Physiokonzept, Frau Steger-Adams. Das Zelt hinten für unsere Athleten, falls dann noch jemand mal behandelt werden muss oder gelockert werden muss. Und natürlich unser neuer Sponsor auch hier, Decathlon, im zweiten Jahr dabei. Und auch da gibt es noch gleich
paar Infos, besonders für die Studenten, denn da gibt es vielleicht den einen oder anderen Job zu ergattern. Gleich ein paar Infos mehr dazu. Hier noch eine ganz interessante Statistik aus den letzten Jahren und die betrifft eigentlich nur unsere beiden Kölner, Edgar und Louis, die schon sehr oft gegeneinander angetreten sind. Und wenn ich so die Statistik in den ganzen Jahren mal zu Rate ziehe, bis zum letzten Jahr sind die 18 Mal gegeneinander angetreten und da steht's 12-6 für Edgar. Louis, das kannst du heute ändern. Neun Springer sind noch im Rennen bei 2,18 Meter. Drüber gucken kann schon keiner mehr, auch mal schon eine Leiter. Aber drüber springen wir. Und wir hören es schon leise im Hintergrund. Die Musik für Thorsten Sanders. 2,18 Meter. Letztes Wochenende ist er locker über 2,19 gesprungen. Bei 2,14 hat er noch drei Versuche gebraucht. Wir hoffen, dass er es jetzt im ersten schafft. Jean Carlos Ramirez. Kubanische Klänge. Unser nächster Springer, 2,18 Meter. Kennt ihr auch, oder? Eigentlich schon drüber und dann fällt die blöde Latte doch noch runter. Ärgerlich. Wir wollen den nächsten über 2,18 sehen. Bram Röhrs aus Belgien. Persönliche Bestleistung 2,25 Meter aus dem Jahre 2016.
und auch für unseren nächsten Spieler sollte das kein Problem sein. David Smith aus Großbritannien. Aber ich glaube, das packt er ganz locker. Ganz locker drüber geflogen, über die 214, mit einem Riesenhaus ist er gerade drüber gegangen. Luis Castro, 2,18 Meter, erster Versuch. Letztes Jahr ist er 28 hochgesprungen. Knapp unter seiner Bestleistung. 2,16, die liegt bei 2,29. Besser was von dem 2,14er Sprung aufgehoben. Aber zum Glück gibt es ja noch ein paar Versuche. Adrios Klebauskas aus Litauen, der dreifache litauische Meister. Auch hier eure Unterstützung. Und ist er fehlerfrei. Adrios Klebauskas. Und wieder ein paar lustige Töne von den Bahamas hören wir jetzt. Jamal Wilson. Klappt. Immerhin zum ersten Mal auf internationaler Bühne. Und ich glaube, alleine das ist für ihn schon ein Riesending, wenn er hier jetzt auch noch eine gute Höhe erzielt. Ja.
das war knapp. Dann macht das aber auch nochmal spannend. Mit 90% war er doch schon drüber. Falk, Wendrich, unser nächster Springer. Also, nicht mehr zu viel, auch wenn die Latte liegen bleibt. Ihr streichelt die Latte heute aber auch alle. Das ist aber auch eine gute Latte, muss man sagen. Die bleibt liegen. Die bleibt liegen. Und David Smith, unser nächster Springer aus Großbritannien. Letztes Jahr britischer Vizemeister mit 2,26 geworden. Die wollen ein bisschen Bewegung hier reinbringen, dass ihr auch gleich nochmal aufstehen müsst. Louis, vorhin hat er ein Riesenhaus über die 2,14 gebaut. Das wollen wir jetzt auch nochmal sehen bei der 2,18. Müssen noch rüber über die 2,18. Zum einen João Carlos Ramírez und David Smith. Die beiden wollen noch rüber. Ich habe noch gar nichts gesagt, aber ihr macht das wunderbar mit dem Aufstehen. Und ich glaube, der Rest erklärt sich von ganz alleine, wenn João Carlos den Rhythmus vorgibt. Machen wir alle mit! Noch nicht wieder hinsetzen, bleibt mal schön stehen hier. Auch da vorne an der Technik. David Smith, Großbritannien. 2,26 ist er letztes Jahr gesprungen. Das ist auch seine Bestleistung. Und da würden wir gerne jetzt auch mehr sehen. 2,18 auf jeden Fall. Hätte ich ihn auch. Thank you.
sehr schön. Und dann geht's auch direkt ein bisschen höher. Eine Schnapszahl liegt als nächstes auf 2,22 Meter. Und dann wird's jetzt schon spannend. Ich sehe schon, Dr. Wolfgang Witzdorf, nichts zu sagen. Läuft alles gut, bis jetzt zufrieden. Alles gut, das freut uns. Ich hoffe, auch ihr seid bisher mit dem Programm hier zufrieden und das, was unsere Springer hier Schönes auf die Matte und über die Latte zaubern. 2,28 Meter ist unser Meeting-Rekord. Und da schauen wir mal, ob das heute vielleicht nicht zu knacken ist bei dem Wahnsinnsfeld, was wir hier heute am Start haben. 8 Springer versuchen sich jetzt an dem 2,22 Meter. Ich glaube, wenn wir das im Kurs immer so genau ausmessen würden, so viel Zeit haben wir gar nicht im Kurs, oder? Ist besser, wenn wir es nicht machen. Ich hatte euch versprochen, noch ein paar Informationen zu geben zu Decathlon. Also, es gibt in Kürze 3 Filialen von Decathlon hier in Köln, in Marsdorf, in Korweiler und im Dumont-Carré. Und Decathlon braucht da noch tatkräftige Unterstützung, vor allen Dingen eben an Mitarbeitern. Und es ist relativ einfach, sich bei Decathlon zu bewerben. Man muss keine langen Bewerbungsschreiben formulieren, sondern wie die digitalen Medien das heute so hergeben, mit einem kleinen Video und sowieso online über decathlon-karriere.de. Aber es ist auch ein Stand hier vor Ort. Ich glaube, die sind draußen im Eingangsbereich und auch morgen noch in Halle 21 oder 22 anzutreffen. Vielleicht gibt mir da gleich Marsala nochmal die Info, wo genau die sind. Ich weiß nur, drüben in den Turnhallen. Also, wer da Interesse hat und noch einen Nebenjob sucht, bewerbt euch da. Ich glaube, ist ganz, ganz cool, da zu arbeiten. Schon das Kampfgewicht braucht ein paar Minuten, um die Höhe jetzt auch wirklich ganz genau auszumessen und damit die Latte auch wirklich gerade drauf liegt. Das ist in der Höhe schon ein Kunst, so ganz ohne Leiter. Aber wir haben ja diesmal ein paar große Jungs, die Latte immer wieder auflegen können. Sonst gibt es eine goldene Regel für die Kampfrichter. Beim Hochsprung werden immer die kleinsten Kampfrichter eingesetzt, damit es auch besonders hoch aussieht. 2,22 Meter. Und es geht los mit unserem Athleten vom TSV Bayer 04 Leverkusen, Thorsten Sanders. Die 2,22, das ist auch seine Bestleistung, muss man dazu sagen, aus dem Jahre 2015. Und ich glaube, die will er heute gerne einstellen. Und da werden wir ihn natürlich in vollem Umfang bei unterstützen. 2,29 Meter hat Falk schon mal übersprungen. Und vor 2 Wochen auch schon 2,24. Da hoffen wir, dass es jetzt auch hier hoch hinausgeht. Bei Wendlich! Kilo, Kilo,
So knapp unter, ärgert er sich zu Recht. Denn das war ein eigentlich ganz guter Sprung. Latte liegt wieder auf und der nächste, Bram Vers aus Belgien, 2 Meter und 22. Noch keiner über die Höhe, aber achten auf, dass jetzt mal der erste rüberspringt und nächster Springer ist David Smith aus Großbritannien. Unser nächster Springer. Bestleistung von 2,26 aus dem vergangenen Jahr. Von erster Fehlversuch hier in der Konkurrenz. Unsere nächsten beiden Springer haben noch keinen Fehlversuch und am liebsten würde das auch bei ihnen selbst so bleiben. Wir schauen mal, Jamal Wilson von den Bahamas, 2 Meter 20. Wenn man ein richtiges Punkt drauf hat, 2,22 Meter.
da war noch Luft. Und wie leicht das mal bei ihm aussieht. Meine Güte. Und unseren nächsten Springer, den wollen wir wirklich nicht stoppen. Wir hoffen, dass er einfach alles weiter so springt wie bisher. Edgar Rivera aus Mexiko. 2,30 Meter, seine Bestleistung. Muss in den zweiten Durchgang. Da haben wir jetzt ein paar Athleten, die sich noch einmal an den 2,22 versuchen müssen. Und den Anfang bei der Höhe im zweiten Durchgang, den macht Thorsten Sanders aus Leverkusen. Auch Thorsten, schon einige Male hier in Köln gewesen, 2014, 15 und 17. Aber so hoch wie heute ist er noch nie gesprungen hier in Köln. Und setzt ihr da noch einen drauf? Bestleistung aus dem Jahre 2015 eingestellt. Ich glaube, dem ist gerade ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Die Höhe würde auch gerne unser nächster Springer nochmal wieder überspringen. Frank Hendrich. Eine gute Leistung aus Herzen von Klarholz bestätigen heute. Nein, das war noch nix. Da muss er in die dritte Runde. Unser nächster Springer hier über die 2,10 ist 12-facher nationaler Meister in seinem eigenen Land, in Belgien. Bram Röhrs. Noch drin. Von Belgien nach Großbritannien. Davids als nächster. Aber Bram hat gerade die Anlage etwas auseinandergenommen. Die muss erst wieder justiert werden. Sieht ganz gut aus. Aber die ganze Matte verschiebt sich natürlich auch dadurch, dass die Springer oder viele von den Springern von einer Seite kommen, alle von links. Mit jedem Gewicht, was da auf der Matte landet, verrückt sie sich ein paar Zentimeter und so ein bisschen
ab und zu ein bisschen nachjustiert werden. Wenn ihr hier so einen ganzen Kurs an der Spoho mal im Hochsprung durchjagt bei der Abnahme, dann wisst ihr, wie die Matte danach aussieht. Die liegt nicht mehr gerade da, die liegt komplett schräg. Vielleicht sollte man mal eine Anti-Rutschmatte runterlegen. Es dauert natürlich nur so lange, weil die perfekten Voraussetzungen für unsere Hochspringer hier schaffen wollen, dass die Latte da auch regelgerecht aufliegt, die Lage in einem Top-Zustand ist. Und wenn die weiße Flagge hochgeht, ist die Anlage bereit und David kann springen. Runde. Aber wir hoffen, unser nächster Springer, dass er es jetzt im zweiten Durchgang schafft. Andrius Glebauskas aus Litauen. Er war Fünfter der Universale 2017 unter B. Einer muss noch drüber im zweiten. Oder hat den zweiten Versuch jetzt. Und am liebsten wollen wir natürlich auch drüber sehen. Unseren kölschen Mexikaner, Edgar Rivera. 2,17, 2,26, 2,28, 2,24, das ist er in den vergangenen Jahren hier gesprungen. Und so muss es jetzt an die 2,22 geschlagen. Auf geht's, Köln, und auf geht's, Edgar. So, es geht in den dritten Versuch und das heißt für euch wieder Sport, aufstehen, in Bewegung bleiben. Und wir haben jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Springer, die in den dritten Versuch gehen müssen. Das heißt, für euch einiges an Arbeit, unsere 5 Athleten darüber zu bringen. Und es beginnt Falk Wendrich, dritter Versuch, 2,22 Meter. Auf geht's, Falk! When I got to it, when I do it, talk I do it, look it down, look it down, back and forth, man, y'all ain't it, I'm done, get up, get up, drinks down, no more jobs, still drinks out all over there, get cheap, I say, no, I'm gonna shout in the head, still be here. Schade, das war nichts, aber Riesenapplaus für Falk Wendrich, 2,18 Meter heute. Aber er hat dieses Jahr ja schon mal gezeigt, dass es auch höher hinausgehen kann. Es wäre nur schön gewesen, wenn das heute gewesen wäre. Unser zwölffacher belgischer Meister steht im Anlauf
und möchte die 2,22 Meter überspringen. Und wir helfen ihm natürlich dabei. Back in Black, auf geht's, Gönnen! Schön, ihr steht noch, denn ihr müsst doch noch stehen. Wir haben noch drei Springer, die da noch drüber müssen. Sobald die Anlage hergerichtet ist und freigegeben ist, dann nämlich will David Smith hier rüber, über diese Schnapszahl von 2,22 Meter. Ist freigegeben. Weiße Flagge. David Smith. Und wir zeigen ihm, was wir in Köln auch mitlaschen können. Und zwar richtig. Auf geht's! Für heute. Zwei haben wir noch. Und die würden wir gerne noch mitnehmen. Und der erste von den beiden, das ist Adrius Lebauskas aus Litauen. 2,26 ist er letztes Jahr gesprungen und hier wäre es schön, wenn es auf jeden Fall mindestens 2,22 wäre. Auf geht's, Curry! Sitzen ist noch nicht, denn einen haben wir noch und den müssen wir rüberkriegen. Seine Musik sagt es eigentlich, wir wollen ihn nicht stoppen. Er sollte auch nicht stoppen, sondern rüberspringen. Ende.
Und somit hat sich das Feld auf drei Springer reduziert, die in die nächste Sprunghöhe von 2 Meter und 26 gehen. Aber jetzt wollen wir. Nein, nichts. Nur damit man die Höhe mal richtig einordnen kann, der wichtigste Wettkampf in dieser Hallensaison sind die Europameisterschaften im März. Und was jetzt kommt, ist Qualifikationshöhe für die Europameisterschaften. Gut, jetzt ist vielleicht Bahamas und Puerto Rico nicht so das ganz typische europäische Land. Aber wir haben ja noch Thorsten Sanders dabei. Und für alle drei ist zur Saisoneröffnung 2026 eine grandiose Höhe. So, während das Kampfgericht noch beschäftigt ist und eben mir nachher keiner mehr zuhört. Deshalb muss ganz vielen Leuten danken hier, aber zwei möchte ich an dieser Stelle schon erwähnen. Der eine versteckt sich ganz hinten hinter dem Zelt von Physiokonzept, die uns seit vielen Jahren betreuen und helfen. Lars, komm mal bitte nach vorne. Lars Gohmann, der dieses ganze Setting der Veranstaltung, die Vorbereitung der Veranstaltung zu verantworten hat. Und ich dich nachher wieder vergesse. Lars, glaube ich, schwieriger als die Veranstaltung vorzubereiten ist, mich zu organisieren, aber auch das machst du hervorragend. Danke dir. Und dann, da noch gemessen wird, Frau Panhans ist sie hier, die Veranstaltungsmanagerin intern der Hochschule. Ganz herzlichen Dank bei allem Verständnis für die Sicherheit, immer darum bemüht, dass wir hier eine Lösung finden. Und dafür möchte ich auch mal öffentlich ganz herzlich Danke sagen. So, und jetzt gucken wir uns die Bahamas, Puerto Rico und Deutschland Europameister an. Als einer ist bei mir an, die Handballer haben noch nicht angefangen. Wegen Europameister. Louis hat hier schon seinen eigenen Fanclub mit und ich glaube, jeder von den dreien hat hier einen riesen Fanclub in der ganzen Halle. Und das wollen wir den dreien natürlich jetzt auch mit auf den Weg geben. Und unser erster Akteur, unser erster Springer über 2,26 Meter, das ist Thorsten Sanders. Und auch wenn es noch kein dritter Versuch ist, es geht um die Qualifikation für Europameisterschaften. Und ich glaube, auch dafür könnt ihr einmal aufstehen. Wir probieren das jetzt. 2,26 Meter, Thorsten, auf geht's! Noch nicht, aber mal schauen, was sein Trainer Hans-Jörg Thoraskamp ihm da noch so für Tipps gibt. Und ich glaube, es ist gerade so spannend. Ihr könnt stehen bleiben. Luis Castro, unser nächster Springer mit seinem ganz persönlichen Fanclub hier vorne. Ist er 2,17, hier schon gesprungen, hat das Ding damit gewonnen. Mal gucken, was es heute so drin ist, was er im Buch hat. Thank you.
nächsten haben wir diese Unterstützung, denn unser nächster Springer hat noch keinen Fehlversuch von den Bahamas. Jamal Wilson! Sein erster Fehlversuch und das erst bei 2,26 Meter. Der Mann von den Bahamas, der letztes Jahr noch bei den Commonwealth Games mit 2,30 Zweiter geworden ist. Also noch eine ganz spannende Nummer und wir hören es schon, er macht sich schon wieder bereit. Die Quali für die EM anzugehen. 2,26 Meter. Thorsten, komm! Wir sind bei dir! Gleich in den dritten Versuch. Und einer ist ja schon drüber und hat mir gerade mitgeteilt, er hat zwar hier in Köln schon mal mit 2,28 gewonnen, aber das war draußen. Und die 2,26, die er gerade übersprungen hat, ist ein neuer Rekord, Indoor-Rekord, ein nationaler Indoor-Rekord, den Louis vorhin aufgestellt hat. Also, neuer puerto-ricanischer Hallenrekord, 2,26. Aber jetzt wollen wir es natürlich noch weiter spannend haben. 2,26 Meter, Jamal Wilson! Das knapp. Da müssen wir gleich beide, Thorsten und Jamal, im dritten Versuch mit allem unterstützen, was wir haben. Ich würde ja sagen, steht auf, aber ihr steht ja schon alle. Ihr könnt noch springen. Jetzt habe ich was gesagt. Ich hoffe, das hat die Sicherheitsbeauftragte nicht gehört, wenn ihr auf die Tribüne anfangt zu springen. Aber die Gegenseite, die darf mitspringen. Und es ist soweit. Dritter Versuch für Thorsten Sanders. Und ja, ihr dürft mitspringen. Und ihr dürft mitflaschen. Auf geht's! 2,26 Meter, auf geht's, Thorsten! Komm schon! Was knapp! Was freut mich, wie es in der Stadt noch riesen Applaus!
die Daumen, dass das in der Saison auch noch klappt, die 2,26. Und wir hören es schon. 2,26, Jamal Wilson! Und da war's, auf geht's, Jamal! Komm schon! Aus dem Grundkurs Turm. So, nachdem wir gerade noch drei Springer in der Konkurrenz hatten, haben wir jetzt nur noch einen. Und Louis ist jetzt in der Situation und kann sich frei aussuchen, welche Höhe er als nächstes springen will. Und er wählt die 2,28. Das wäre dann natürlich ein neuer puerto-ricanischer Hallenrekord, wenn er da drüber kommt. Und ansonsten natürlich auch sehr nah an der Bestleistung. So, ich in meiner Dankesrede weitermache, und das werde ich jetzt nicht tun, das mache ich zum Abschluss des Wettkampfes, oder vielleicht doch gleich, möchte ich einen Zuschauer heute Abend hier begrüßen. Er ist oft hier gesprungen, man könnte fast sagen, er ist groß geworden hier in Köln. Matthias, du verstehst das nicht falsch. Er ist heute Abend da, viele Jahre hier gesprungen, mittlerweile ist er in der absoluten Weltspitze angekommen. Ist Europameister geworden im letzten Jahr im Hochsprung. Hier ist er heute Abend zum Zuschauen. Herzlich willkommen, Matthäus Cimilko. Und natürlich auch sein Trainer Hans-Jörg Thomas Kamm. Und wir freuen uns, dass du da bist. Und springen tust du dann nochmal wieder. So, dann sage ich direkt mal was zum Kampfgericht. Weil so ein Kampfgericht, es gibt eine völlig blöde neue Zeitregel im Hochsprung. Eine Minute haben die Springer nur noch. So kann man jeden Wettkampf kaputt machen. Und das haben die Offiziellen auch letztes Jahr erfolgreich geschafft bei allen Weltmeisterschaften, weil eine Minute ist idiotisch, sich vorzubereiten, sich einzustellen auf den Sprung. Von daher, in der 05. Nein, wenn er jetzt alleine ist, hat er länger. Moment. Ja. Null, danke, ich werde gerade belehrt, es ist noch weniger. Ich nehme das mal so. Aber das liegt ein bisschen am Kampfgericht. Und wenn Sie es mal beobachtet haben, die Frage ist, wann fängt man an, die Zeit zu stoppen? Und das ist, wenn das Kampfgericht die weiße Fahne hebt. Und die kann man auch schon mal ein bisschen später heben. Und das hat das Kampfgericht im Rahmen der Regeln vorbildlich gemacht. Sie haben den Wettkampf nicht kaputt gemacht, sondern den Wettkampf möglich gemacht. Dafür ganz herzlichen Dank. So, Louis, European Championship Standard. Here we go. Ja, ihr habt es schon gesehen. 2,28 Meter liegen auf für Louis Castro. Das ist eine ganz ordentliche Höhe. Ich glaube, sein bisher größter Erfolg war die Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Rio. Da ist er 2,25 gesprungen. Und heute ist er schon höher gesprungen. 2,26. Die Musik geht hoch. Louis ist bereit. Wir sind's auch. Ich sehe schon wieder einige sitzen. Ich glaube, das ist eine Höhe. Auf geht's, lass uns los unterstützen!
Schön wär's, wenn da die 228 heute noch fallen. Liegen bleiben. So. Gewonnen hat er ja schon mit dem Überqueren der 226, aber der hat heute ein unglaubliches Punkt drauf und immer hier dein Fanclub. Die sind gut drauf. Und der Rest hier in der Halle auch. Zum sechsten Mal springt Louis hier in Köln. Seit 2013 ist er schon dabei. Da waren einige von euch noch gar nicht an der Sporthochschule. Viele von euch haben auch vielleicht erst gerade angefangen, aber einige sind regelmäßig dabei, schauen jedes Mal zu. Und da ist es nämlich besonders schön, die Entwicklung hier auch zu sehen von Louis. 2021 bei seinem allerersten Auftritt, 2013, hat er auch mitgewonnen. Dann 2019 im Jahr drauf, 2016 ist er 2,23 gesprungen, 2017 draußen waren es 2,28 Meter, also das, was jetzt aufliegt, hat er draußen schon mal überquert, will aber jetzt auch natürlich in der Halle noch machen. Und letztes Jahr, da war er wieder Wurm drin, 2,16, aber dafür präsentiert er sich heute von seiner besten Seite. Ist bereit. Schon für eure Hände. Ihr könnt noch ein bisschen was hergeben. Zweiter Versuch. 2,28 Meter. Louis Castro. Wir wollen, dass die Latte liegen bleibt. Für alle Studenten vielleicht, die in den nächsten Tagen auch wieder ins Tutorium strömen, um ihre Hochsprungabnahme in den nächsten Tagen dann noch zu absolvieren. Wir haben natürlich ein super Anschauungsbeispiel, wie das Ganze so richtig funktioniert. Und ich hoffe, ihr seid davon angespornt, in den nächsten Tagen dann auch eure letzten Abnahmen hier in den Kursen noch zu machen. Auch für die anstehenden Prüfungen, die im Bass-7-Kurs und auch in den anderen Kursen nächste Woche anstehen. Ich hoffe, ihr habt hier ein bisschen Motivation jetzt tanken können. Freue ich schon auch nicht mehr über 1,45 Meter, sondern soll dann auch ein bisschen höher hinausgehen nächste Woche, wenn es dann in die Prüfung geht. Jetzt gibt es hier nochmal die letzten Tipps für den dritten Versuch. Ich gebe euch dann auch mal noch einen kleinen Tipp. Gleich einfach noch ein bisschen kräftiger, noch ein bisschen lauter in die Hände klatschen. Dann haben wir auch einen guten dritten Versuch dem Louis zugesteuert, dass er dann hoffentlich über die 2,28 springt. Und Louis, wir stehen hinter dir. Ich glaube, wo ist dein Fanclub? Aha, habt aufgepasst, sind noch wach. Und der Rest in der Halle hier hoffentlich auch noch, denn jetzt geht's in den dritten Versuch. 2,28 Meter. Konzentrationsphase. Und Geiste nochmal vorstellen, wie man über die 2,28 fliegt. Und jetzt geht's los. Dritter Versuch. Nochmal einstimmen im Fanclub. Einstimmt mit der restlichen Halle hier. Und
Und ich möchte jetzt wirklich alle Hände sehen. 2 Meter 28, dritter Versuch. Luis Castro, Geist, come on. Gut. The last jump here. 2:28. Luis, come on. Mit übersprungenen 2 Meter 26. Und bevor jetzt alle hier gehen, es gibt natürlich noch eine Siegerehrung. Und auch ich möchte mich bedanken für dieses tolle Publikum. Und ich glaube, ihr könnt euch einmal selber einen riesen Applaus geben, denn ihr habt die Athleten hier wunderbar unterstützt. Das war großartig und schon in Kürze die Siegerehrung. Wolfgang. Umso mehr würde ich mich freuen, wenn ihr diese 3, 4, 5 Minuten warten würdet, aus Respekt für den, zu den Springern. Wir werden uns beeilen mit der Siegerehrung und ich bin sicher, Matthäus, nee, jetzt lauf nicht weg, du bist hier für die Siegerehrung. Ich habe 3 Veranstalterkollegen hier sitzen, die extra nach Köln gekommen sind, die ähnliche Veranstaltungen im Sommer ausrichten und die haben immer ganz glasige Augen, wenn sie sehen, was wir für ein Weltklassefeld nach Köln kriegen, mit relativ bescheidenen Budgets. Und dafür gibt es genau einen Grund. Und der genau eine Grund, okay, das ist die Puerto Rico-Kombo, der genau eine Grund ist das Publikum in Köln. Deshalb wollen die Springer hier hin und ab Oktober fangen die an zu schreiben, kann ich wieder in Köln starten und dafür auch von mir ganz, ganz herzlichen Dank und wir werden es weitermachen und im nächsten Jahr sind wir wieder am Start. So, und da kommt, wenn ich das richtig sehe, 0,5 Minuten, da kommt schon der Zettel für die Siegerehrung. Matthäus, wir brauchen dich. Ohne dich kann es nicht gehen jetzt bei der Siegerehrung. Der Detlef soll dich in Ruhe lassen, jetzt komm hier hin. Komm mit dazu. Haben wir noch einen, du sollst dem das Ding in die Hand geben, als hättest du noch nie eine Siegerehrung erlebt. Es gibt nicht immer Goldmedaillen bei Siegerehrungen. Ja, die sollen untereinander teilen. Bring's mit nach vorne. So, wir haben das offizielle Ergebnis und 13 Springer waren am Start, 12 haben eine Höhe übersprungen. Nichtsdestotrotz wollen wir ihn auch nach vorne bitten, denn er ist extra aus Dänemark angereist mit übersprungenen 2 Metern, nicht geschafft, 2 Meter 10, leider nicht übersprungen, aber trotzdem. Jannik Clausen, 13. Platz, einmal Applaus, ein kleiner Trostapplaus. Es hat heute nicht sollen sein für unseren Sieger von 2017. Und nach langer Verletzungspause mit übersprungenen 2 Metern ist er heute 12. geworden. Mohamed Yunis! Auf dem 11. Rang mit übersprungenen 2 Meter und 5. Arzim Naumovic. Auf dem 10. Rang mit übersprungenen 2,10 Meter aus Italien, Eugenio Meloni. Auf dem 9. Platz mit seinem ersten internationalen Start aus Kuba, Jean Carlos Ramirez. Über 2,18 Meter ist er gehüpft,
aus Großbritannien, David Smith, auf dem 8. Platz. Ebenfalls mit einer Sprung in 2,18 Meter auf dem 7. Platz, Falk Hendrich. Und dann haben wir gleich drei Athleten, die sich den 4. Platz teilen. Und zwar sind es mit übersprungen 2,18 Meter und keinem Fehlversuch Bram Hörs aus Belgien, Andrius Klimauskas aus Litauen und Edgar Rivera aus Mexiko. Alle drei teilen sich den 4. Platz mit übersprungen 2,18 Meter ohne Fehlversuch. Wir kommen zum Treppchen auf dem 3. Platz mit seiner eingestellten persönlichen Bestleistung von 2,22 Meter vom TSV Bayern und Leverkusen, Thorsten Sandmars. Fehlerfrei bis 2,22 Meter auf dem 2. Rang. Jamal Wilson! Und der Sieger des heutigen Abends mit übersprungenen 2,26 Meter aus Puerto Rico, Luis Castro! Das sind unsere 13 Springer des heutigen Abends. Nochmal einen Riesenapplaus für alle 13. Es war ein toller und spannender Wettkampf. Und wir freuen uns schon darauf, wenn es dann wieder heißt, 14. Auflage des Kölner Hochsprung-Meetings. Vielleicht im Sommer oder spätestens im nächsten Jahr wieder hier im Leichtathletikzentrum. Auch ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, vor allen Dingen bei Dr. Wolfgang Ritzdorf, ohne den das alles hier gar nicht möglich wäre, ein solches Meeting hier auf die Beine zu stellen. Jetzt hat er sich bei so vielen bedankt, aber auch hier ein Riesenapplaus für dich, Wolfgang. Und vielen Dank, dass ihr so toll mitgefiebert habt und auch schon bei den großen Höhen ab dem ersten Versuch gestanden habt. Vielen Dank, tschüss, kommt gut nach Hause, bis zum nächsten Mal, bye bye. So, und diejenigen, die versprochen hatten, beim Abbauen zu helfen, bitte nicht vergessen, trotz der euphorischen Stimmung, dann sieht in 20 Minuten die Halle wieder jungfräulich aus. Und danke und tschüss. Nein, bleib doch stehen. Du darfst doch nicht auf die Matte. Weiß ich nicht. Das ist einfach die Mitte.